dann heiße ich Sie und euch herzlich willkommen zur Pressekonferenz vor dem Auswärtsspiel des 9. Spieltags in der 2. Liga. Wir fahren zur Spielvereinigung Greuther Fürth. Anstoß am Sonnabend in Fürth ist 13 Uhr. Uns werden nach aktuellem Stand der Dinge 2000 Hansa-Fans begleiten. Die Tageskassen werden auch geöffnet haben für den Gästebereich. Also wer noch kurz entschlossen hinreisen möchte, ist gern gesehen. Die Tageskassen öffnen um 11.30 Uhr, also 90 Minuten vor Spielbeginn. Wir wollen aber auf das Spiel schauen. Bei mir ist unser Cheftrainer Alois Schwarz. Alois, vor dem Spiel in Fürth, wie sieht es in Sachen Verletztenliste aus? Ja, erstmal von mir ein Hallo und erstmal einhaken, 2000 Fans Richtung Fürth, das freut mich richtig. Und was ich auch nochmal sagen möchte, das Spiel gegen Braunschweig, was eine tolle Stimmung, eine tolle Kulisse. Die Fans haben uns unterstützt bis zur letzten Minute und ich glaube, das brauchen wir auch, wie ich damals gesagt habe, wo ich gekommen bin, nur zusammen können wir Erfolge feiern. Und das war wirklich ein toller, toller Samstag, den wir dann mit dem 1-0-Sieg gekrönt haben. Und von der Verletzten her ist es mal so, dass sich nichts dazugekommen ist, sondern die Langzeitverletzten wie der Olli, Simon, Lukas und Miloš, die jetzt ausfallen, die sind jetzt wieder eine Woche weiter und hoffe, dass sie zur Länderspielpause wie vereinbart dann zur Mannschaft einsteigen können. Der Rest ist soweit auf der Wiese. Vielen Dank, das ist schön, dass da nichts weiter dazugekommen ist. Dann geben wir die Runde frei. Gibt es Fragen von eurer Seite zum Spiel am Sonnabend in Fürth? Den Anfang macht Elisabeth Reinhold von der Ostseewelle. Siege beflügeln ja immer. Wie war es denn jetzt in dieser Woche, der späte Sieg und vor allem auch die Null hinten? Wie hat es nochmal so einen extra Kick oder vielleicht auch noch mehr beflügelt in dieser Woche? Ja, es ist so, dass es für Erfolg keinen Ersatz gibt. Das hat man auch gemerkt natürlich, dass man nach drei Spielen wieder mal einen Erfolg hat. Man hat hinten nichts zugelassen, in Anführungszeichen, weil wir kein Gegentor bekommen haben. Das war erstmal wichtig, dass man wieder ein gewisses Selbstverständnis reinbekommen hat. Und ein Sieg gehört natürlich, beflügelt einen mehr dazu. Und das merkt man auch in dieser Woche, ist etwas gelöster. Und so fahren wir jetzt auch Richtung Fürth. Jetzt hat Fürth in dieser Saison erst zwei Siege. Wie schätzen Sie die Truppe ein? Ja, das ist, also sie haben auch die letzten drei Spiele nicht verloren. Also deswegen, die Mannschaft hat sich dann auch ein bisschen gefunden, hat ein bisschen schwankend gespielt, aber die letzten drei Spiele haben sie nicht verloren und haben im Zuhause auch sehr viele Tore geschossen. Von ihren 13 haben sie 10 zu Hause geschossen. Wir müssen das schon richtig einordnen können. Ne? Also wir wissen schon, was auf uns zukommt. Vielen Dank, Oliver Kramer für die Bild. Vielleicht ja nochmal anschließend, wenn man sich den Kader von Fürth anguckt, die sind ja glaube ich jetzt im zweiten Jahr nach dem Bundesliga-Abstieg dennoch mit vielen Spielern gespickt, die Bundesliga-Erfahrung haben. Sind Sie ein bisschen überrascht, dass die Mannschaft da sich nicht höher platziert derzeit? Also wie bewerten Sie das vom Kader her? Kann ich von außen nicht so bewerten, was da jetzt alles da reingebrochen ist. Letztendlich muss man trotzdem sagen, dass Greuther Fürth, ich glaube, in der ewigen Tabelle der zweiten Liga an Tabellenplatz 1 steht. Und das muss man, hat schon eine Aussagekraft, wie stabil dieser Verein ist. Und wenn wir da hinfahren, wissen wir, was auf uns zukommt. Ist eine Mannschaft, die richtig Speed auf den Platz kriegt, die auch Intensität auf dem Platz hat. Dann müssen wir uns dagegen wehren. Ich habe noch mal eine Frage zu den Standards im Allgemeinen beim FC Hansa. Einerseits im auch positiven Sinne, da fiel ja jetzt ein Standardtor nach einer Ecke. Ich glaube, das war auch das erste in dieser Saison. Auf der anderen Seite auch die defensiven Standards, das Verteidigen von Standards. Wie wichtig ist das gerade in der zweiten Liga, wo alle Spiele sehr eng sind, um da einfach auch bei den Standards dabei zu sein? Ja, Standards sind wichtig. Die meisten Tore fallen durch Umschaltspiel, wenn der Gegner nicht organisiert ist, oder eben durch Standards. Die wenigsten fallen dann, wenn eine Mannschaft geordnet ist, aus dem Spiel raus. Deswegen sind Standards schon wichtig. Dass wir da das eine oder andere Problemchen hatten, war jetzt wieder etwas besser. Aber daran müssen wir arbeiten, weil es sehr wichtig ist. Ich glaube, Sie lassen das auch regelmäßig trainieren, sollte ich das mal sehen? Ja, gehört zum Trainingsinhalt dazu. Ja. Tommy Bastian für die Ostsee-Zeitung. Ja, ich würde da gleich mal einhaken bei den Standards. Zwei Tore müssten es jetzt sein, beide von Jasper nach Ecken von Alex. Machen Sie jetzt irgendwas anders, dass es jetzt vielleicht besser klappt? Also zwei
von Toren? Ich habe schon so viel erlebt. Man hat das trainiert und trainiert und hat nie geklappt. Dann hat man es mal nicht trainiert, auf einmal hat es geklappt. Also das ist manchmal ja, wie verhext. Wir versuchen das schon zu trainieren. Versuchen die Laufwege richtig hinzukommen, der Ball muss richtig kommen, vielleicht auch der Gegner muss mal einen Fehler machen oder wir müssen besser einlaufen. Letztendlich, ich glaube, wir haben das dritte sogar gemacht, weil gegen Nürnberg haben wir, glaube ich, zumindest den zweiten Ball nach dem Standard. Ich weiß nicht, was von der Regel zählt, 5 oder 10 Sekunden nach dem Standard, welcher das noch dazu bezählt. Den zweiten Ball haben wir damals durch, ich glaube, durch Strausi reingemacht, also ist das dritte. Ja, wir haben einen 8. Spieltag. Ja. Natürlich ist es ausbaufähig, aber es könnte auch schlechter sein. Ich würde trotzdem nochmal nachhaken, Sie hatten das durchaus auch selbst angesprochen, nach dem Pokalspiel in Frankfurt, wo es irgendwie 22 Ecken waren und wenig Gefahr. Ja. Was genau haben Sie da angesprochen? Sie werden ja bestimmt irgendwas angesprochen haben. Laufen die Jungs jetzt besser ein oder kommen jetzt die Bälle besser nach innen? Oder? Ja, ist vielleicht auch dementsprechend, man ist es dann länger zusammen, langsam, man kennt sich besser. Zu dem Zeitpunkt, die Mannschaft war ja auch dementsprechend neu zusammengestellt. Rosipal war jetzt zum Beispiel, der die Ecken geschossen hat, oder wenn sie Sabrezing schießt, sind natürlich auch neu und da müssen wir halt besser dran arbeiten. Die Bälle müssen auch besser kommen, aber wir müssen auch besser einlaufen. Jetzt haben Sie schon eine Steilvorlage geliefert und haben Sabrezing angesprochen, Fürth, und Sie haben so ungefähr das gleiche Spielsystem, soweit ich das bei Fürth bewerten kann. Die spielen mit einem richtigen Zehner, mit Regota, und Sie haben ja mit Sabrezing auch einen richtigen Zehner, nenne ich es jetzt mal, in Anführungsstrichen vielleicht richtig. Ja, der Regota hat auch schon spitze gespielt, also das kann auch sein, dass er mal wieder vorne spielt. Letztendlich haben sie in letzter Zeit so gespielt und mal schauen, was sie jetzt am Samstag machen. Können Sie mal darstellen oder erklären, warum Sie sich meistens für Svante eher auf der 10 entscheiden und Sabret so ein bisschen hinten dran ist? Was muss er besser machen, damit er da reinkommt? Ja, also Sabret hat seine Momente, hat auch eine sehr, sehr gute Einwechslung in Kaiserslautern gehabt, aber Svante hat ein anderes Element, oder auch Nils Fröhling, die dann auch oft in die Tiefe laufen. Sadi will den Ball eher in den Fuß, von da aus das Spiel zu machen. Und wir müssen immer schauen, wie spielen wir, wer ist der Gegner und was passt am besten zu dem Spiel. Da würde ich auch noch mal kurz auf den Gegner zurückkommen. Erstens hat Alex Horniger mehrfach schon in dieser Saison und jetzt zuletzt fand ich recht deutlich, Schiedsrichter-Schelte von sich gelassen. Haben Sie so ein bisschen Befürchtung, dass das jetzt Auswirkungen haben könnte auf das Spiel, weil der Schiedsrichter vielleicht jetzt ja, gewarnt ist oder wie auch immer beeinflusst worden ist? Weiß ich nicht, da muss man den Schiedsrichter fragen. Also letztendlich glaube ich, dass wir alle so ein bisschen immer Möglichkeiten andersrum sehen könnten. Ja? Auch natürlich in Situationen, wir haben hier auch das eine oder andere diskussionsmäßige Spiel gehabt. Ich erinnere gegen Hannover, wo wir eigentlich klare Elfmeter kriegen müssen für mich. Ja? Und zum Schluss kriegst du in der 87. einen Elfmeter, wo der Schiri 10 Minuten braucht, ob es überhaupt irgendwie in Hand war. Also deswegen sage ich ja, für mich, wenn es ein 100%iger Elfmeter ist, gibt das Ding. Aber wenn ich 10 Minuten brauche, und das sind also Dinge, wo man sich mit Sicherheit auch drüber aufregt, wie ich das mache. Ja? Oder gegen Osnabrück saß der Herr Schweinsteiger hier, dass ich nicht so, es wird immer mal wieder geben. Ich sage trotzdem, es ist nicht einfach, ein Schiedsrichter zu sein. Ne? Pfeife ich so, sind die sauer, pfeife ich so, sind die sauer. Also das ist mit Sicherheit nicht so einfach. Letztendlich muss man trotzdem sagen, wenn man schon auch nachgucken kann und trotzdem diese Fehler macht, dann ist es schon traurig manchmal. Ja. Wo wir bei Alex Horniger sind, Sie beide sind die ältesten Trainer in der zweiten Liga, und Sie beide kommen aus dem Südwesten Deutschlands. Was verbindet Sie mit Alex Horniger? Kennen Sie sich auch privat irgendwie vielleicht, weil Sie aus der Ecke kommen da? Nee, er kommt, glaube ich, aus der Ostalb und ich komme aus Stuttgart. Das ist ein Unterschied noch ein bisschen, wenn es auch eher der ähnliche Dialekt ist. Ja? Aber ich habe mit Alex Horniger auch so ein kollegiales Verhältnis, so privat nichts. Macht das einen Unterschied, ob man gegen einen Trainer spielt, der vielleicht so die gleiche Generation ist und vielleicht ähnlich tickt, oder man spielt gegen, ich sage jetzt mal, den Hürzeler von Pauli, der... Ja, weiß ich nicht, ich glaube, es ist auch die Mannschaft, die dementsprechend, die dann auf dem Platz steht, weil die haben das dann natürlich abzurufen. Deswegen, ob es jetzt der Trainer, ob der alt ist oder jung, sondern es geht darum, was die Mannschaft dann auch abruft. Letzte Frage von mir, die Mannschaft haben Sie jetzt auch angesprochen, Fürth ist so ein bisschen so eine Wundertüte, die haben schon 5-0 gewonnen in dieser Saison, aber auch eine 0-5 Klatsche bekommen.
Wie ich gesagt habe, mit Sicherheit hat es vielleicht ein bisschen holpriger in die Liga reingegangen. Ne? Deswegen kamen so Ergebnisse, die letzten drei Ergebnisse waren sehr, sehr positiv von Fürth. Deswegen haben sie sich vielleicht auch jetzt gefangen und jetzt wollen wir schauen, was wir am Samstag für ein Ergebnis hinkriegen. Es gibt weitere Fragen, Jan Dittjogeit für den NDR. Als Sie in der vergangenen Saison die Wende zum Positiven bekommen haben, haben Sie ja in der Anfangsformation so gut wie oder quasi gar nicht mehr gewechselt. Jetzt zuletzt haben Sie doch manches Mal ein bisschen mehr vorgenommen. Ist Ihr Ziel eigentlich wieder dahin zu kommen, zu sagen, okay, das ist eigentlich meine Stammelf, die ich dann nur punktuell verende? Oder ist die Qualität im Kader mittlerweile dann doch so eine andere, dass eher der Normalzustand ist, dass Sie von Spiel zu Spiel vielleicht auch zwei oder drei oder vier Wechsel vornehmen? Ja, mein Ziel ist es einfach, Spiele erfolgreich zu gestalten. Und wir haben zu dem Zeitpunkt unsere Spiele auch erfolgreich gestaltet, deswegen war auch wenig Wechsel. Jetzt haben wir auch mal das eine oder andere vielleicht nicht so gut gemacht. Trotzdem muss ich sagen, dass der Kader auch ausgeglichener ist. Der Kader ist qualitativ zum letzten Jahr besser geworden und dadurch hat man auch natürlich mehr Möglichkeiten. Eine Frage habe ich noch. Bislang haben Sie ja im Saisonverlauf sich von unten gut weghalten können. Klassenerhalt ja das angesagte Saisonziel. Können Sie solche Augenblicke wie jetzt, wo Sie wirklich stabil in der Tabelle stehen, eigentlich auch mal genießen oder gibt es so etwas nicht? Nee, also so richtig genießen. Man freut sich nach dem Sieg und dann hat man schon wieder das nächste Spiel auf dem Schirm. Ich denke, und das ist wichtig, dass wir uns das richtig einordnen können, wie Sie gerade auch sagen, mit 12 Punkten, denke ich, haben wir für Hansa Rostock eine ordentliche Ausbeute gemacht und das zählt erstmal. Und jetzt geht es wieder zum nächsten Spiel und versuchen natürlich aus was mitzunehmen. Wir hatten jetzt drei Auswärtsspiele. Wir haben 3 Punkte gemacht. Das ist auch ganz wenig, sagen wir es mal so, für auswärts. Wenn man auch sieht, dass wir in den 3 Auswärtsspielen mit HSV und Kaiserslautern 2 richtige Brocken hatten. Deswegen, jetzt fahren wir nach Fürth und wollen mal wieder was mitnehmen. Gibt es weitere Fragen von eurer Seite? Das scheint nicht der Fall zu sein. Dann bedanken wir uns für eure Aufmerksamkeit und fürs Zuschauen und drücken der Mannschaft und dir, Alois, natürlich die Daumen, dass es mal wieder klappt, etwas mitzunehmen von dem Auswärtsspiel am Sonnabend in Fürth. Vielen herzlichen Dank.